Schön. Ja, funktioniert. Wir sind in der Klasse der Tauben und angeschlossen ist die Klasse der Blinden. Wir beschäftigen uns heute mit dem Prinzip des Transformators. Erstmal das Prinzip. Ich erinnere nochmal an die elektromagnetische Induktion. Die elektromagnetische Induktion bedeutet, es wird in einem Leiter eine Spannung induziert, wenn sich die Stärke des Magnetfeldes ändert, welches den Leiter durchsetzt. Wenn ich mir also hier ein Stück Draht nehme, ich mache das nochmal, ich habe hier einen Draht und ich habe hier überall, die mache ich mal rot, überall Elektronen, frei bewegliche Elektronen in diesem Draht gleichmäßig verteilt, gleichmäßig deswegen verteilt, weil sie sich ja alle gegenseitig abstoßen und hier hinten am Ende kommen sie nicht weiter. Ne? So kann man sich's vorstellen. Und ich bewege jetzt einen Magneten daran und dieser Magnet, nehmen wir es als Hufeisenmagnet oder was auch immer, das ist jetzt nicht das Problem. Und dieser Magnet, der durchsetzt mit seinem Feld ja diesen Leiter auch, dann passiert Folgendes, dann werden die Elektronen praktisch auf eine Seite geschubst. Ich mache die mal ein bisschen lilaner, dann sind die alle hier drüben verschwunden und sammeln sich alle hier zuhauf. Das heißt, ich habe hier einen negativen Pol. Und das Gegenteil davon wäre dann in diesem Fall hier der Pluspol. So, hier ist Elektronenüberschuss. Das bedeutet aber, wenn ich hier lauter Elektronen auf der Seite habe, dann kann ich zwischen diesen beiden Enden des Leiters eine Spannung messen. Mit einem Spannungsmesser. Da entsteht eine Spannung. Und diese Spannung bedeutet, dass die Elektronen sich ja gerne irgendwie wieder verteilen würden. Wenn ich also jetzt hier außen an diesem Leiter etwas anlöte, und zwar ein Stück Draht, und dann hier eine Lampe dazwischen halten könnte, die empfindlich genug ist für diese kleine Spannung in diesem Fall, dann würde die Lampe anfangen zu leuchten. Das heißt, die Elektronen würden dann hier versuchen, sich wieder auszugleichen in die andere Richtung. Die schubsen sich alle durch, die Lampe fängt an zu leuchten, weil sie einen hohen Widerstand hat und es ist wieder ein Ausgleich da. Jetzt wissen wir auch, dass wenn ich den Permanentmagneten, wenn ich den wieder davon bewege, dass sich dann die Elektronen komischerweise auf die andere Seite bewegen. Ja, gibt es eine Frage. Ja. Beim letzten Mal hatten wir ein dickes Metallstück genommen. Das sei jetzt mal dieses dicke Metallstück, dieser dicke Draht. So. Dass dieser dicke Draht allerdings noch nicht ausreicht, ist eine andere Sache, komme ich gleich drauf. Wenn ich jetzt den Magneten wieder entferne, dann ändert sich die Stärke wieder. Die Stärke des Magnetfeldes, was diesen Leiter ja durchsetzt. Und wenn die sich wieder ändert, dann wird die Spannung genau umgekehrt anliegen. Also einmal schlägt der Zeiger in die Richtung aus und einmal schlägt er in die Richtung aus. Das ist alles noch in dem anderen Teil nochmal zu sehen. Ich habe da extra nochmal ein Video reingestellt über das Prinzip der elektromagnetischen Induktion. Wenn wir eine höhere Spannung haben wollen, also das mit der Lampe, das ist nur fiktiv, ne? Das würde bei so einem Stückchen Leiter nicht ausreichen. Wenn wir aber eine höhere Spannung haben wollen, ja dann gibt es folgende Erfindung, dann nehmen wir doch einfach noch viel mehr Draht. Das heißt, wir nehmen hier ganz, ganz, ganz viele Drähte und das macht man nicht, indem man ganz viel Draht irgendwo hinschmeißt, sondern indem man diesen Draht einfach aufwickelt als Spule. Das war's schon. So einfach ist es. Den Versuch haben wir auch gemacht. Ich erinnere nochmal dran, wir konnten hier eine Spannung messen oder sogar fühlen, als ich hier einen Permanentmagneten drauf bewegt habe. Dann hat sich ja die Stärke geändert und wir konnten sogar bei entsprechend vielen Windungen, bei 15.000 Windungen, haben wir also ganz viel Draht gehabt, welches von dem Magnetfeld beeinflusst wird. Also ganz viel Leitermaterial, so kann man es auch sagen. Und ganz viel, viel, viel Draht bedeutet, je mehr Draht, umso höher die Spannung. Naja, jetzt haben wir schon so ein bisschen die Grundlagen dafür geschaffen, dass wenn wir Erfinder wären in der damaligen Zeit, als dieses Prinzip entdeckt wurde, Lenz zum Beispiel, ein Physiker, dass wir sagen, na und? Dann könnten wir eigentlich mal was anderes probieren. Dann machen wir es nicht so, dass wir so einen ollen Magneten andauernd darauf zu- oder wegbewegen oder den Magneten immer hin und her drehen. Das hat man in den klassischen Dynamos gemacht, also in Generatoren. Aber kommen wir nochmal in ein extra Video drauf, sondern wir machen was anderes. Wir nehmen hier eine Spannung, die schalten wir mal an. Und dann, also ich baue hier einen Schalter schnell ein und dann machen wir ganz schnell wieder aus.
Wir schalten an, wieder aus, an, aus, an, aus, an, aus. Das heißt, jedes Mal beim Anschalten fließt hier, dadurch, dass wir hier eine Batterie angeschlossen haben, fließt hier ein Strom durch die Spule. Und dieser Strom erzeugt wiederum ein Magnetfeld. Siehe anderes Video. Damit hätte ich also einen Elektromagneten geschaffen, den ich andauernd an- und ausschalte. Das heißt, die Stärke würde sich ständig mal vergrößern und mal wieder verkleinern. Das heißt, die Stärke des Magnetfeldes, welches dieser Elektromagnet, wenn ich jetzt mal fiktiv sage, das wäre hier sozusagen wie eine Art schaltbarer Permanentmagnet, dann hätten wir hier sozusagen einen Permanentmagneten, der durch einen Schalter gesteuert mal da ist und mal nicht. Mal da, mal nicht, mal da, mal nicht. Das ist sowas Ähnliches, wenn ich ihn darauf zubewege oder nicht. Und das kann man nutzen, indem man sagt, na und, jetzt sind wir schlau. Jetzt nehmen wir nochmal Draht, wickeln den auf und wollen mal sehen, was dabei passiert. Jetzt schließen wir mal hier wirklich nur ein Spannungsmesser an und gucken mal. Und tatsächlich werden wir sehen, dieses Magnetfeld, was hier mal da ist und mal nicht da ist, wird hier jedes Mal einen heftigen Spannungsimpuls erzeugen. Das ist das ganze Prinzip, wie ein sogenannter Transformator funktioniert. Und damit wir das auch noch richtig machen, richtig meine ich jetzt, damit wir so viel wie möglich von diesen Feldlinien erhaschen, die ja sonst, wie wir mit diesen Eisenpfeilspänen gesehen haben, ziemlich, zwar geordnet, aber ziemlich weitläufig um diese Magneten herum entstehen, die würden ja auch hier entstehen, habe ich alles gezeigt, nutzen wir diese Erkenntnis, das mache ich jetzt mal wirklich in diesem Lila, wir verbinden die beiden und bauen hier einen Eisenkern rein. Wir wickeln also diese Spulen auf einen gemeinsamen Eisenkern und den schließen wir sogar, sodass uns die Magnetfeldlinien nicht abhauen können. Magnetfeldlinien orientieren sich gerne an ferromagnetischen Materialien. Das Prinzip hatte ich gezeigt, ich werde es vielleicht noch, wenn es die Kamera zulässt, werde ich das nochmal direkt zeigen. Das ist nichts weiter als ein Eisenkern, worum Spulen gewickelt sind. Ich male es nochmal schnell so auf. Das heißt also, ich habe einen U-förmigen, so einen eckigen Eisenkern. Die sind nicht nur im Physikunterricht so gebaut, diese Eisenkerne, Gesundheit, sondern die sehen auch im wahren Leben so ähnlich aus. Und diese U-förmigen Eisenkerne, da kommen dann Spulen drum, die schließt man am besten oben ab mit einem I-förmigen Eisenkern. Sagt man wirklich UI-Kern oder E-Kern, EI-Kern und alles sowas. Das liegt bloß daran, wie diese Eisenkerne aussehen. Das ist aber vollkommen egal jetzt. Und das heißt, ich fange meine Magnetfeldlinien hier drin in dem Eisenkern ein. Jetzt nochmal zur Veranschaulichung, die Spule, die eine hier rum, schwupp, kommt hier wieder, schwupp, kommt hier wieder und so weiter und so fort. Und kommt hier wieder. Und wenn wir den Versuch haben wir auch gemacht, wenn ich hier bloß eine Spannung anschließe, dann hatten wir einen ziemlich starken Elektromagneten. Der hat diesen I-Kern richtig knallhart angezogen. Da war kaum was zu rütteln. Also das war schon drastisch, wenn wir das gemacht hatten. Mit anderen Worten, wir haben einen Elektromagneten geschaffen. Und was spricht denn dagegen, dass wir den immer an- und ausschalten? Wir nehmen also einen Schalter, wie eben schon gezeigt, hier oben. Und diesen Schalter hier diesen Schalter, den schalten wir immer an- und aus. Jetzt sagt sich aber einer, was soll denn das? Wickeln wir mal noch hier drüben noch einen anderen Draht drauf, den mache ich mal, den mache ich mal dunkelblau. Und zwar nehmen wir jetzt mal bloß 1, 2 Windungen, das reicht uns jetzt aus. Dann haben wir relativ wenig Leitermaterial, welches von dem Magnetfeld, was ja hier andauernd entsteht durch das An- und Ausschalten, beeinflusst wird. Und jetzt gibt es eine Gesetzmäßigkeit bei der ganzen Sache und sie sieht wie folgt aus. Ich muss jetzt erstmal ein paar Begriffe klären. Ich sage, die Spannung, die ich hier anschließe, die nenne ich UP, wie primär. Prim, 1. Und hier hinten, second, heißt das zweite auf Englisch, da messe ich die Spannung US, wie sekundär. Also hier ist die primäre Wicklung, die erste, von der alles ausgeht, und hier ist die sekundäre, Sekundarstufe und so weiter. Das heißt also die zweite Stufe, second und so weiter. So, und jetzt gibt es eine Gesetzmäßigkeit zu beobachten. Und zwar, das ist eigentlich auch logisch. Die Anzahl der Windungen, nennen wir sie hier mal NP, N und hier NS, sekundär.
Die Anzahl der Windungen, die also ein Magnetfeld erzeugt, beziehungsweise die Anzahl der Windungen, die von diesem erzeugten Magnetfeld beeinflusst wird, verhält sich entsprechend mit den Spannungen. Lässt sich eigentlich einsehen, dass ich Folgendes sagen kann. UP verhält sich zu NP genauso wie US zu NS. An der Stelle mache ich jetzt mal eine kurze Pause, das müssen wir kurz diskutieren.